Ja, bei Eintreffen der Feuerwehr hier am Krefelder Zoo haben wir halt das Affenhaus des Zoos im Vollbrand vorgefunden. Wie gesagt, das gesamte Gebäude stand in Vollbrand. Wir haben dann einen umfassenden Löschangriff gemacht und haben jetzt inzwischen den Brand unter Kontrolle und fangen mit den Nachlöscharbeiten an. Ja, wir konnten das Gebäude ohnehin aufgrund des Brandereignisses schon nicht betreten. Insofern haben wir von außen einen umfassenden Angriff gemacht und hatten insofern keinen Kontakt zu den Tieren, die sich im Gebäude befanden. Das werden die nächsten Stunden wohl zeigen, ob es da Tiere überleben konnten. Ja, das ist sehr gut gelaufen. Wir haben eng mit der Polizei und mit den Mitarbeitern des Zoos hier zusammengearbeitet. Die haben uns die Informationen gegeben. Insofern, wenn natürlich ein Tier hier aus dem Gebäude herauskommt, ist es natürlich sehr gefährlich. Deswegen hat die Polizei uns da unterstützt, um dann gegebenenfalls freilaufende Tiere dann auch entsprechend zu erschießen. Das müsste dann wohl sein. Aber bis jetzt ist das nicht der Fall gewesen. Ja, die Kriminalpolizei ist hier vor Ort und ermittelt die Brandursache. Wir können da im Moment überhaupt noch nichts zu sagen. Ja, zu der Zeit, wo wir hier zum Zoo gefahren sind, war es eigentlich noch relativ ruhig. Da waren nicht besonders viele Einsätze, sodass wir schnell mit ausreichenden Kräften hier vor Ort waren. Es waren einige andere Einsätze noch hier im Stadtgebiet zu bewältigen. Da war jetzt aber nichts Besonderes dabei. Nein, wir haben beide Wachen der Berufsfeuerwehr hier im Einsatz und die Freiwillige Feuerwehr natürlich in großer Zahl. Ja, bei so einem großen Brandereignis braucht man natürlich eine entsprechende Löschwassermenge. Insofern haben wir hier auch über eine etwas längere Wegstrecke auch noch Wasser zugeführt. Ja, die Schwierigkeit ist natürlich, dass wir das Gebäude nicht betreten können und nur von außen angreifen können. Insofern werden wir hier sicher noch einige Stunden mit den Nachlöscharbeiten verbringen. Ja, das ist eine Stahlkonstruktion mit vielen Glasflächen. Insofern haben wir hier relativ schnell ein offenes Dach vorgefunden, was für das Löschen natürlich insofern gut ist, weil wir dann gut ins Gebäude auch von außen eindringen können. Insofern haben wir den Brand relativ schnell unter Kontrolle gehabt.